Zur Malariabekämpfung wurde im Jahre 1906 von Soldaten der K&K-Monarchie ein Kanal zwischen Meer und Sumpf gegraben. Durch die Vermischung von Süß- und Salzwasser wollte man die Stechmückenlarven an ihrer Entwicklung hindern. Der Zugang zum Mittelmeer änderte die Charakteristik des Sumpfgebietes. Meereschen und Aale wanderten ein, viele Süßwasserfische verschwanden. Doch das Gleichgewicht dieses Ökosystems hat sich längst eingepegelt und steht als Rückzugsort für mehr als 200 Vogelarten unter strengem Schutz. Der Seidenreiher ist nur einer der vielen Gäste. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Nutrias bilden am See eine stabile Kolonie. In der Abenddämmerung gehen sie zum Äsen gerne ans Land. Der in einer Senke liegende See ist von hügeligem Laubwald umgeben. In diesem geschützten Bereich lassen sich vielerlei wunderbare Beobachtungen machen. So bietet eine kleine Fotohütte für 2 bis 3 Fotografen Platz am See. Ansonsten gibt es keinen direkten Zugang mit Sicht auf das Wasser. Doch auch das Umfeld ist eine Erkundung wert. Im April und Mai steht die Landschaft in voller Blüte. Es sind grüne Monate, bevor die sommerliche Hitze alles vertrocknen lässt. Gut 40 Orchideenarten, vielerlei Reptilien, andere Kleintiere, sowie eindrucksvolle Ansammlungen von Schmetterlingen kann der aufmerksame Wanderer beobachten. In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch auf den bereits erschienenen Teil 1 und weitere Videos dieser kleinen Serie über Kroatien hinweisen.
Thank you.